Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Ausgepackt hier aus dem Hause Modellbau König. Ich bin der Christian, ja, und ich habe heute die große Ehre, hier durchs Programm zu führen. Und ich hatte letztens schon super tollen Schinken und ich habe hier noch ein besseres Buch, möchte ich nicht sagen, aber mindestens genauso gut, ein bisschen anderes Genre, das das bedient, und zwar das Panzerregiment 1, From Origin to Polish Campaign, auf Deutsch übersetzt, von der Gründung bis zum polnischen Feldzug. Hat die Artikelnummer PZRG1, ist ein Festeinband, wie man sehen kann, 636 Seiten, also schon richtig dicker Oschi. 650 Bilder sind davon, Karten, Tabellen, 225 mm mal 290. Und das Ganze hat natürlich auch seinen Preis, 94,50 € rufen wir dafür aus. Ich würde sagen, wir gucken uns mal an, was man dafür bekommt, ob es das Geld wert ist. Und dann gucken wir uns zum Schluss natürlich die Schlussbetrachtung an. Dann, wie immer, natürlich erstmal das Ganze richtig einstellen hier. Ihr habt schon gesehen, ich habe mir ein paar kleine Spickzettel hier gemacht, damit man das sehr schön sehen kann. Ist eine sehr schöne Aufmachung, das Ganze. Hinten sieht das Ganze dann so aus. Da sind dann natürlich die ersten Hinweise und so. Und sehr interessant, Volume 1, das ist nämlich schon mal wichtig, weil, wie gesagt, von der Gründung bis zum polnischen Feldzug. Und davon haben wir insgesamt 650 Seiten. Das ist, wie man hören kann, schon ein richtiger Ballermann. Ja, so, Festeinband habe ich schon genannt. Die Bilder sind alle auf Hochglanzpapier gedruckt, auch das ist sehr wichtig. Nämlich immer sehr ärgerlich, gerade beim Flexig Verlag, die haben richtig super Bücher, aber das Papier, was die genommen haben, ist gelinde gesagt ziemlich doof, weil es ist matt, es werden sehr viele Details werden einfach geschluckt, und das ist natürlich gerade, wenn man auf die Bilder scharf ist, ziemlich doof, das Ganze. Ja, ich habe hier meinen ersten Stecken reingetan, und zwar haben wir hier, geordnet. Das geht danach, nach der Gründung geht das, es fängt erst an mit dem Versailler Vertrag, mit der Gründung der Panzertruppe, wie dann diese Truppe entstanden ist, Sudetenland, verschiedene Manöver, auch in Munster, sehr interessant, dann natürlich Reichsparteitage 1936, da ist ja nun alles aufgefahren, was irgendwie dann ja nach was aussah, bis natürlich zum polnischen Feldzug. Und wir haben zum Abschluss dann auch noch den Feldzug in Polen und dann dementsprechend auch die ganzen Kameraden, die da so mitgewirkt haben. So, wir arbeiten uns mal ein bisschen vor. Ich zeige euch mal immer so ein paar Bilder hier. Die Reichswehr, ja, eine schwierige Geburt, das ganze Panzerwaffe war ja verboten laut dem Versailler Vertrag. Man hat sich anders beholfen, und beholfen ist wirklich das richtige Wort. Da wurden dann herkömmliche Adler oder PKWs genommen, ganz einfach. Panzerattrappen, damit man dann üben konnte mit anderen Panzerattrappen, wurde denn darauf zugeritten. Also es hatte schon ein bisschen sowas von Ritter mit Lanze, ja, im Blechgewand. Musste halt geschehen, wie gesagt, war verborgen. Die Reichsregierung hat aber schon im Geheimen und gerade in Kamen in Russland viel schon erprobt. Da kam dann der Leichttraktor raus, da kamen dann andere Sachen raus, wie dann auch der Schwertraktor und so weiter und so fort. Das Neubaufahrzeug, relativ interessant, aber das ist dann nochmal eine andere Geschichte. Hier sind dann einige dieser Vehikel, die ja noch sehr an den Ersten Weltkrieg erinnern, noch gar nichts von der relativ modernen Kampfführung zu tun haben, was natürlich schon mal, ich sag mal, moderner war. Die umlaufende Kette, nicht mehr so ein Riesending wie jetzt auch bei den Mark 1 oder 4 dann der Briten. Also da kann man die Entwicklung kann man wirklich schön sehen. Der Text ist in Englisch, aber es ist wirklich gutes und verständliches Englisch. Die Bilder, die hier sind, die sind alle schön gestochen scharf. Man kann das schön erkennen. Das ist wirklich gut, ja, wiedergegeben hier das Ganze. Ihr seht das hier immer, erklärende Texte auch dazu. Und dann hier ging das denn los, der Panzer 1, noch die Ausführung A. Und eigentlich war der Panzer 1 nur als Übungspanzer konzipiert, der Kruppsport, der sollte eigentlich gar nicht in Kampfhandlung kommen, weil gegen einen, ich sag mal, richtigen Panzer mit ein bisschen größerer Kanone sah der natürlich dementsprechend ziemlich alt aus. Wohingegen natürlich gegen Kavallerie, man saß ja
gepanzert, gegen SMK zumindest. Ja. Gut, Training haben wir hier, wie gesagt, Munzer Lager, das ist sehr schön aufgeteilt. Dann haben wir hier das Wehrmachtsmanöver von 1937. Sind immer nette Bilder. Hier haben wir sogar eine Farbaufnahme. Und auch das hier ist relativ, bekannt. Ich glaube, ein Dragon Panzer 1 gibt es sogar, wo oben dieses Dekel bei ist. Das war in Weiß und in Rot gehalten. Hatte halt mit Trainings- und Manöver-Sachen zu tun. Wie man sehen kann, auch hier Funkpanzer, natürlich auch die Aufklärungseinheiten. Dann sind hier Besonderheiten, sind hier drauf eingegangen. Darauf wird immer an den Seitentexten auch nochmal drauf hingewiesen. Dann gehen wir mal weiter. Service im Sudetenland, das kam ja heim ins Reich. So war ja damals die Parole. Mit einer Volksabstimmung dann auf der Münchner Konferenz. Also da sind ja unheimlich viel Sachen passiert in den kurzen Jahren des Dritten Reiches. Unter anderem das auch hier. Ein riesengroßer Nebeneffekt war, dass als sich dann die Resttschechei einverleibt worden ist, so muss man das hier nun wirklich sagen, sind die ganzen 38 T steht für Tschechisch und die 35, die ebenbürtig waren und teils von der Technik sogar noch überleben, dem des Deutschen Reiches. So, hier sind wir jetzt mal weiter. Hier hat der Polenfeldzug schon begonnen. Untermalt wird das hier auch nochmal, ich habe es ja vorhin schon gesagt, mit Karten, Skizzen und Tabellen, wie sich die Einheiten hier vorbewegt haben. Finde ich sehr vorbildlich, weil jemand, der ein bisschen taktische Vorkenntnis hat, kann hier schon mal ein bisschen was mit anfangen. Dann natürlich hier die Brücken, die gesprengten Brücken und so, die ganzen Sachen. Sonderanhänger 115, den übrigens von das Werk erwerben können, mal so am Rande. Und dann sind hier auch immer mal wieder Vorher-Nachher-Aufnahmen, wie das da 1939 ausgesehen hat und wie der heutige Stand der Dinge ist. Diese Then and Now, so schimpft sich der Engländer oder der englischsprachige Leser, das hat immer was von so ein bisschen, aha, so sieht es da jetzt also aus, was ist daraus geworden? Genauso wie diese großen Aufnahmen hier, wo man dann natürlich dann die dementsprechenden taktischen Sachen schön sehen und erkennen kann, wo es dann geknallt hat. Hier zum Beispiel ist die Packstellung gewesen. Da ging der Vorstoß dann rüber. Also das ist wirklich, wirklich sehr gut aufgearbeitet, sehr informativ. Hier habe ich noch ein Beispiel. Hier Bild 370, beziehungsweise auf Seite 370. Auch das hier ist sehr schön wiedergegeben, wo das Ganze stattgefunden hat. Und das schafft den Brückenschlag, dass der Leser eine Ahnung hat und auch eine räumliche Vorstellung, was da passiert ist, wo das passiert ist. Und natürlich, ja, durch das Bild, was da dann los war. So, dann gehen wir mal hier hin. Hier zum Beispiel wirklich sehr schön zu sehen. Krieg ist ja kein... nichts mal eben für durch. Da stehen Menschen, kann man sehr schön sehen. Auch das wurde natürlich fotografisch festgehalten. Finde ich sehr gut, dass man sich das auch immer mal wieder vor Augen führt, dass das kein Ausflug ist zum Eisschlecken. Hier kann man das auch sehr schön sehen. Hier haben wir wunderbar eine Ausführung B ist das, glaube ich, wenn ich das richtig sehe, ja, die durchgängige Front des Panzerkampfwagens 4. Und gerade hier, ich weiß, dass Tristar das rausgebracht hat mit dieser 800, geht jetzt zu Hobbyboss, die haben die Form gekauft. Und wenn man das denn hier schön sieht, da sind dann die Kameraden, die es dann dahin gerafft hat. Und der Panzer 4, mal eine kleine Anekdote am Rande, der hatte von der Truppe den Spitznamen gekriegt nach dem Polenfeldzug Rotbart, der hauchdünne. Rotbart war eine populäre Marke zum Rasieren und ebenso dünn wie diese Rasierklinge war auch die Panzerung 14,5 mm. Das ist wirklich nicht sehr viel. Da sind auch SMK, also Stahlmantelgeschosse, sind damit durchgegangen. Natürlich eine Pack noch weniger Chance, kann man hier sehr schön sehen. Sieht sehr gut aus wie ein Schweizer Käse. Und die armen Würstchen, die das abgekriegt haben, tun dann dementsprechend dann natürlich auch sehr leid. So, Polenfeldzug endet dieses Buch eigentlich von der Geschichte. Aber wir haben natürlich noch mehr. Es wird auch über die Mannschaften wird einiges berichtet. Wir haben zum Beispiel, hier über die einzelnen Mannschaften, Dienstgrade, wer, wie, wo, was.
Das ist hier alles schön zu sehen in einzelnen Tabellen nochmal. Auflistung finde ich richtig gut gemacht, weil das kann man hundertprozentig nachvollziehen. Dann hier sind sogar nochmal Bilder, was da aus den Leuten geworden ist. Auch, und wie gesagt, das gehört auch mit dazu. Zum Beispiel hier diese Sterbebildchen, da sind dann die Jungs gefallen. Also rundherum eine, ich sag mal, runde abgeschlossene Sache. Volume 1 macht dann natürlich Sinn, dass das noch weitergeht. Das Panzerregiment 1 war ja dann auch die Grundlage für weitere, oder da wurden dann Sachen abgezweigt für andere Panzerregimente, andere Panzerdivisionen, die sich dann daraus geteilt haben. Ja, da dürfen wir wohl noch auf einiges erfahren. Und für die, oder das gebotene Geld, diese knapp unter 95 Euro, finde ich, ist der Informationsfluss, die Bilder und die ganze Aufarbeitung das Geld auf jeden Fall sehr wert. Von mir beide Daumen dafür hoch. Ich bin wirklich restlos begeistert. Wünschenswert wäre wirklich das Einzige, dass das ganze Buch in Deutsch nochmal erscheinen würde. Sehe ich leider derzeit nicht. Müssen wir uns leider mit dem Englischen behelfen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte euch einige interessante Aspekte sagen. Vielleicht das ein oder andere, was ihr noch nicht wusstet. Dann verbleibe ich natürlich mit lieben Grüßen. Bleibt gesund. Wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut, meine Lieben. Euer Christian.